Im vergangenen Video habe ich mir hier diesen richtig, richtig coolen und vor allen Dingen auch simplen Staubsauger selbst gebaut. Das ist ein eigenes Video, das verlinke ich dir mal oben rechts im Eck. Da zeige ich dir ganz genau, wie ich das Ganze baue. Da findest du dann auch eine kostenlose Bauanleitung mit den nötigen Schnittmaßen, damit du auch weißt, wie groß dieses Teil ist. Abgesehen davon denke ich mal, dass bestimmt viele das gleiche Problem in der Werkstatt haben, die auch einen längeren Absaugschlauch haben. Und zwar weiß ich nicht, wie man den sinnvoll irgendwie verstaut. Den kann man dann hier oben drüber hängen oder man schmeißt ihn einfach vorne dran. Der ist jetzt 6 Meter lang, es gibt auch 10 Meter lange Absaugschläuche. Aber im Endeffekt ist es immer nervig und man muss aufpassen, dass man nicht drüber stolpert. Bleib unbedingt am Video dran, wenn du wissen möchtest, wie dieses System funktioniert, damit wir das hier ganz, ganz clever lösen können. Wie gesagt, das ist richtig, richtig cool. Ich freue mich schon, wenn das fertig ist. Und vor allem werde ich dir ganz am Schluss noch zeigen, ob die Absaugleistung dann runtergegangen ist. Bleib am Video dran, wenn du das nicht verpassen möchtest. Jetzt fangen wir mit dem Projekt an. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Zuallererst brauchen wir ein Adapterstück, wo dieses Teil hier ganz genau reinpasst. Nur so ein kleiner Tipp, dieser Absaugschlauch passt auch in den Staubsauger, den ich hier oben verbaut habe, original rein. Das heißt, wenn ihr euch den Staubsauger nicht selbst bauen wollt oder einen umbauen wollt, holt euch auf jeden Fall irgendwie einen Schlauch, der in etwa so aufgebaut ist, weil da ist die Leistung so viel besser von eurem Staubsauger. Und vor allen Dingen den hier könnt ihr direkt benutzen, ohne einen Adapter herzustellen. Ich drehe mir hierfür dieses Rohr innen ein bisschen auf, damit der Schlauch reinpasst. Das nenne ich mal technisches Drechseln. Ich werde erstmal kurz zeigen, wie dieses System hier überhaupt funktioniert, weil da müssen ja ein paar Drehpunkte sein und da müssen Adapter sein und so weiter und so fort. Ich zeige dir mal, was ich jetzt hier hergestellt habe. Wir haben hier verschiedene Stopfen, die habe ich alle auf der Drechselbank gedrechselt. Und da haben wir als erstes das erste Seitenteil, das wird dann hier so aufgeleimt. Das ist noch relativ simpel. Noch zum Verständnis, ihr müsst euch vorstellen, dass sich hier dieses komplette Teil drehen wird. Das bedeutet, wir brauchen außen einen Drehpunkt. Hier auf dieser Seite ist das einfach hier mit der zentrischen Bohrung das zu tun. Dann haben wir aber noch hier dieses Teil. Das kommt dann hier rein in das Rohr. Das ist auch relativ stramm alles, was ins Rohr hier reinpasst. Dann haben wir hier noch einen Halter. Mit diesem Halter hier werden wir später das Rohr auf den äußeren Rahmen leimen, damit wir einfach einen stabilen Sitz haben, denn hier kommt dann der Absaugschlauch von der Absauganlage ran. Dieses Teil wird hier aufgeleimt und dann kommt hier noch ein Zwischenstück drauf. Müsst ihr euch vorstellen, hier kommt gleich noch ein Seitenteil rein, in dem dann hier dieses komplette Teil läuft. Dann haben wir hier unseren Anschlusspunkt für unseren Absaugschlauch und haben gleichzeitig innen drin einen Drehpunkt. Boah, ich sehe schon wieder gar nichts durch diese Brille.
Da muss ich aber auch unser Schlauch drehen, denn der Absaugschlauch bleibt stehen und der Halter dreht sich. Das bedeutet, wir brauchen in der Mitte ein Teil, was sich drehen kann, und das ist halt eben an dem Absaugschlauch schon dran. Und zwar ist das hier dieses Teil. Das passt genau in das Metallrohr rein und das hier dreht sich dann weiterhin. Wir können dann unseren Schlauch hier easy peasy aufrollen. Könnt ihr es euch schon vorstellen? Sieht alles noch ein bisschen wackelig aus, ist aber noch nicht verschraubt. Aber so haben wir dann innen drin einen beweglichen Drehpunkt, damit sich hier dieser Schlauch auch aufwickeln kann. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das verständlich war. Jetzt wird's spannend. Also, wir haben ja hier unser Rohr. Das ist gleichzeitig der Drehpunkt für unsere Trommel. Das ist ein Bauteil, was sich dann hier in unserem Halter drehen wird. Das passt jetzt hier relativ gut rein. Und so haben wir jetzt eben unseren Drehpunkt erschaffen. Diese Trommel sitzt hier auf diesem Dübel. Und weil ich nur so ganz dünnes Material habe, muss ich die so ein bisschen sichern, dass die mir hier nicht rausfliegt. Und jetzt kurz was zur Theorie, was das Ganze so ein bisschen schwieriger macht, würde ich sagen, weil ihr müsst so ein bisschen die Drehrichtung beachten. Wenn ihr jetzt euren Schlauch hier reinpackt und ihr fängt an zu drehen und er hat innen drin nicht die Möglichkeit, sich mitzudrehen, aber trotzdem dicht zu sein, dann könnt ihr das ja nicht aufdrehen, weil das Ding unten drin hängen bleibt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, aber ihr seht, hier innen drin ist jetzt alles festbleibend, so das bleibt stehen und das hier dreht sich halt. Jetzt probieren wir es mal mit dem Schlauch aus. Wie gesagt, ich verlinke euch den Schlauch, den ich hier benutzt habe. Da habt ihr halt eben dieses drehbare Teil schon. Das hätte ich eigentlich selbst gebaut, aber ich habe durch Zufall zum Glück noch gesehen, dass hier dieses Drehteil dran ist. Wie gesagt, dieses Drehteil hier ist ganz, ganz wichtig, damit sich euer Schlauch halt eben drehen kann, wenn ihr den aufwickelt. Der kommt jetzt hier so ran. Also. So, angenommen, wir sind jetzt mit dem Staubsauger fertig. Das Ganze müssen wir natürlich auch aufrollen können. So entspannt einen Schlauch wegräumen, habe ich noch nie gemacht. Jetzt habe ich euch am Anfang vom Video ja gesagt, wir werden mal kurz schauen, wie viel Leistung das hier frisst. Das bedeutet, wenn man einen längeren Schlauch drauf hat, zum Beispiel die 10 Meter Variante, ob das überhaupt Sinn macht, weil man braucht ja nie immer die 10 Meter, wenn man mal nur 2 Meter braucht, ob man dann überhaupt noch gescheit was absaugen kann. Jetzt habe ich leider kein Gerät, mit dem ich das messen kann. Ich werde euch einfach sagen, wie es vom Gefühl her ist. Nur mal kurz was zu den Maßen, weil das Teil hier ist ja relativ groß und macht die Absauggeschichte relativ breit. Ich habe es einfach mal ein bisschen breiter gemacht, dass ich zur Not noch einen 10 Meter Schlauch kaufen kann und den auch noch drauf bekomme. Aber das funktioniert richtig, richtig gut. Also, das ist jetzt für mich so die absolut perfekte Absaugstation. Ich bekomme gut die Späne raus, ich habe genug Platz für die Späne, ich komme gut an den Schlauch ran und wenn der mal fertig, also wenn ich fertig mit dem Saugen bin, kann ich den fix wieder aufrollen und habe Ordnung und fliege vor allen Dingen nicht über den Schlauch.
Für diese Abzuganlage findest du kostenlose Baupläne auf meiner Webseite. Darum würde es mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Dann können es einfach noch ein paar mehr Leute sehen. Und wenn du solche Videos nicht mehr verpassen möchtest in Zukunft, dann abonniere gerne den Kanal. Von sowas hier gibt es öfters Videos auf meinem Kanal und auch bald schon nächste Woche ein neues Video. Und bis dahin wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.